Wie schaffst du es denn bloß so gut zu schlafen? Hör auf! Hast du meine SMS gekriegt? Die von 5.42 Uhr, 5.46 Uhr oder 5.48 Uhr? Ich habe das Bedürfnis zu sprechen. Sprechen? Monster, Miststück, Hure. Es macht den Anschein, als hättest du Tourette. Wollen wir uns wieder vertragen? Nein. Glaubst du, dass zwischen uns nichts mehr zu retten ist? Ah, ah! Was machst du denn hier? Warst du nicht gestern schon da? Gestern, vorgestern. Das ist meine sechste Nacht in Folge. Das Tempo wirst du nicht lange durchhalten. Ich habe Angst, dass sie mich hier behalten. Keine Panik. Nein, das ist unmöglich. Wir werden eine Lösung finden. Du kannst dir eine Pflegerin für zu Hause nehmen. Jemanden, der den Haushalt macht. Das ist ja fast so, als wäre ich meine eigene Großmutter. Können Sie mal bitte den Ton anmachen? Nein, das geht nicht, Monsieur. Macron wird was sagen, das möchte ich hören, das ist alles. Sie werden uns doch wohl nicht zwingen, Macron zuzuhören. Sie sind ja wohl auch kein Märtyrer. Natürlich bin ich kein Märtyrer. Finden Sie es normal, dass man auf Sie schießt? Na. In Ihrem Alter wissen Sie ja nicht mal mehr, wofür Sie kämpfen. Das ist erbärmlich. Was heißt in meinem Alter? Sie gehen mir auf die Nerven mit meinem Alter! Was ich wollte, war, dass Monsieur Macron rauskommt und zu uns sagt, lasst uns drüber reden. Das Problem ist, dass unsere Wut für ihn nicht legitim ist. Sie stecken wohl auch in der Scheiße. Ja, ich sitze heftig in der Scheiße. Mein Ellbogen ist explodiert, ich werde nicht mehr arbeiten können und meine Freundin verlässt mich. Du bist nicht ganz allein. Okay, nie nimmst du auf andere Rücksicht. Niemals. Es geht nicht mehr. Habt ihr noch freie Betten? Wir platzen hier nämlich aus allen Nähten. Es ist kein Ketamin mehr da. Wisst ihr, wo wir noch was haben? Wir haben keins mehr. Ehrlich, ich bewundere Sie. Das ist nett, aber wissen Sie, ich denke, ich werde bald den Dienst quittieren. Irgendwann geht das einfach nicht mehr, vollen Einsatz zu bringen, ständig. Und dafür ganz einfach keinen Respekt zu bekommen. Weder für uns noch für die Arbeit. Entbinden wir sie jetzt? Naja, wir werden sehen. Haben Sie etwa keinen Ehemann oder sowas? Es gibt nicht immer Ehemänner. Ich frage Sie nur, ich weiß es ja nicht.